Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Nummer 3, Morrowind. Wir sind in Alt-Gramfeste angekommen, um unsere Attentäter zu finden. Sind dabei auf Narisa gestoßen, Worum geht es denn? die von der Schwarzpfeilbande angegriffen wurde. Und ihr Partner wurde von dem wohl getötet. Und wir gehen mal gucken, ob wir den Geist des Partners finden oder die Schwarzpfeilbande oder was weiß ich. Der Geist ihres Partners ist eine Ratte. Nicht. Der Geist ihres Partners ist zwei Ratten. Nein. Wo ist er? Und wo ist die Schwarzfallbande? Vielleicht hier. Hallo? Ist hier jemand? Huch. Er ist auf jeden Fall ein Geist. Ich höre irgendwas. Ich höre was? Hä? Hä? Wett? Ich sollte doch hier hingehen, ne? Das war doch. Oh. Hab ich den Geist vielleicht getötet? Nee. Sowas würde ich nie tun. Geht's aber auch nicht weiter. Hä? Muss ich das verstehen? Hier ist die Alte, ne? Okay, vielleicht ist es ja auch in diese Richtung einfach. Wir gehen mal hier lang. Da kommen wir zwar eigentlich her, aber vielleicht ist ja der Geist in irgendeinem so einem Haus von den Attentätern hier. Hier ging's runter, hier ging's nochmal hoch und gucken wir erstmal hier oben. Jetzt haben wir dich. Aha. Erwischt. Erwischt, ihr zwei. Ihr Ender! Die dunkle Bruderschaft greift an. Und wir klauen ihnen ihre Waffen, denn die sind viel wert und die sind leicht. Aber. Sieht dies. Höchst interessant. Da gibt es auch total tolle Dinge drin. Und ansonsten gibt's hier nix. Ach komm. Mach schon. Ich hüpfe hier die ganze Zeit. Denn ich will eigentlich eine neue Stufe haben. So, Haus Moril, Nordgebäude. Gehen wir da mal rein. Guten Tag. Au. So, immer alles schön durchsuchen. Wer weiß, vielleicht haben die irgendwelche Schlüssel dabei oder. Boah, das sind aber echt ganz schön viele auch, ne? Das sind echt verdammt viele. Und ich muss irgendwie unsere Blockenfertigkeit erhöhen, denn das ist echt. Wie viel haben wir denn davon jetzt dabei? Oh. Vier Stück. Ha, au. Es wimmelt nur so hier. Von dunkler Bruderschaft. Im Haus Morilhof. Hau. Ah, alte Metalltür. Führt zu einem Typ, der irgendwas zu sagen hat, wahrscheinlich. Aua. Ja, der hält viel aus. Hat einen detrischen Bogen dabei. Und macht schön Schaden. Wenn er den trifft. Nein, sagt meinem Herrn, ich habe versagt. Ja, sag ich ihm, wenn ich ihn treffe. Und wenn ich ihn töte. Adamant Unglücksklinge der Wunde braucht auch keiner. Dunkle Wunde oder.
Aha. Der Träger dieses Dokumentes hat durch besonderen Erlass der Mutter der Nacht einen ewigen Vertrag mit H abgeschlossen. Ihm wird die unglaubliche Gnade zuteil, Narnius Nord zurzeit auf der Insel Warnfell lebend exekutieren zu dürfen. In Übereinstimmung mit allen Gesetzen und Traditionen wird die zuvor genannte Person im Rahmen von H auf die bestmögliche Art und Weise exekutiert werden. Dem Träger dieses nicht anfechtbaren Dokuments stehen alle Dienste der dunklen Bruderschaft zur Verfügung. Leere Fiole, er hat sich hier ein bisschen Skoma gegönnt. Der Kerl. Unsere Klamotten sind natürlich wieder kaputt. Es ist echt nervig. Ganz besonders mit den Norddingern hier. Das ist richtig nervtötend. Und die würde ich auch gerne irgendwie verbessern. So, warte mal. Dunkle Getö, er starb, sagt mir so recht, ja, hast du versagt, und ich sage, mit wem, ja. Eines H, genau, hahaha. Ich sollte von den Informationen einer Wache berichten, ja, aber erstmal gucken wir uns hier unten weiter um. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Guten Tag. So lobe ich mir das. Zwei Schläge liegen so um. Wir sind echt ganz schön fix geworden, ne? Wir sind ganz schön schnell. Was ist hier los? Ach, wie krass. Das ist ganz schön groß hier auch, ne? Also, muss man ja sagen. Das ist ganz schön groß. Und es gibt so viel zu entdecken hier. Weil ich ja, wie gesagt, auch hier noch nie vorher war. Deshalb nicht wundern, wenn wir uns hier so ein bisschen mehr Zeit lassen auch. Aber das ist ja ganz normal und auch bei einem Rollenspiel erwünscht manchmal. Manchmal eigentlich, ja doch. Man kann es schnell erledigen und man kann es langsamer erledigen. Wir machen es halt, ja. Am Anfang haben wir ein bisschen schneller gespielt und, ja, jetzt machen wir hier halt ein bisschen langsamer. Da könnte ich irgendwie hoch. Aber wir lassen es. So, dort. Hier geht's dann wahrscheinlich wieder raus. Häuserdistrikt, jawohl. So, Quicksave. Und dann nochmal hier unten rein. Ostgebäude. Eine Ratte und noch eine Ratte und noch ein Typ. Der hat wieder einen schicken Dolch dabei, den wir wieder für teuer Geld verkaufen können und für wenig Gewicht. Noch ein Typ, Blocken verbessert, jetzt brauchen wir nur noch einen Punkt und dann haben wir eine neue Stufe. Okay. Es gibt kein Entkommen. Leg dich hin. Gut. So. Stirb, Engvar! Hier, Engvar! Komm schon. Na komm. Oh. Die hatten nichts dabei, er wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ich da nix. So, wenn ich jetzt schmiede. Jawohl, es schickt. Und damit müssten wir. Jawohl, 10 erreicht haben. Machen bis geheilt. Wir sind Stufe 30. Wuhu! Geschicklichkeit. Schnelligkeit und.
Vielleicht jetzt mal Charisma. So, sehr schön. Sind wir noch einen Tacken schneller? Aber ich glaube, viel schneller werden wir hier gar nicht mehr werden. Gut, hier war nichts. Die Klamotten sind wieder ganz, ja, haben wir gerade repariert. So, jetzt würde ich gerne noch den Geist finden, aber ich habe ihn wahrscheinlich getötet, ich Idiot. Aber dann würde es das doch anzeigen. Also ich habe ja den einen Geist da am Anfang getötet, ne? Diesen Knochenmagier. Vielleicht war der das. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste es nicht. Hui. Jupp. Wir gucken nochmal. Ob wir irgendwelche anderen Hinweise noch finden. So. Wenn ich sie nämlich jetzt anquatsche, ne Girl. Okay. Also der müsste, aua, der müsste eigentlich noch da sein. Irgendwo. Achso, und wegen den detrischen Handschuhen in Kogurun oder wo das war. Ja doch, müsste Kogurun gewesen sein. Da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann. Denn die will ich haben. Das geht mir nämlich auf den Senkel hier mit den Handschuhen und mit den Schulterplatten auch. Wir könnten natürlich auch nach Tel 4 gehen, oder wie das heißt. Und könnten da den Typ von dem Korpusarium töten. Wisst ihr noch? Der hat nämlich eine volle detrische Rüstung. Aber das ist ja dann auch nicht der Sinn. So, was ist das? Palastkanäle. Ich habe keinerlei Ahnung. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Freunde der Nacht. Ich guck nochmal hier, wo wir jetzt gerade da sind. Bazar-Abwasser. Müssten eigentlich die sein. Hier oben. Oh, sind wir ja auch schon lang. Das führte uns. Häuserdistrikt, genau. Huh. Ich weiß es nicht. Ich guck nochmal da vorne jetzt gleich, ob dieser eine Geist das vielleicht war, aber ich glaube nicht. Der war doch hier irgendwo, ne? Irgendwo hier. Okay, ist verschwunden. Toll. Palastkanäle. Ach, Mann. Kacke. Scheiße, scheiße, scheiße. So, was ist mit ihm? Eine, da hat uns nichts zu sagen. Gucken wir nochmal hier unten. Au. Da geht's wieder zum Bazar. Dann tauchen wir einfach nochmal hier. Lalala. Okay. Das bringt's total. Hm. Na gut, lassen wir die Quest erstmal. Schade. Und jetzt brauchen wir einen Ordinator. Sind da unten, warte, ich nur mal gerade gucken, ob hier auch noch ein Waffenhändler ist. Buchhändler, Waffenkammer, jawohl, cool.
Hi. Chitin, bla bla bla, braucht kein Mensch. Vulkanglas. Tja. Gib mir Detische. Nicht so ein Mist. Braucht keiner. 10.000. Das ist gut. Sehr schön. 100. Boah. Dafür können wir uns gerade mal hier nichts leisten. Aber... Wir haben den Journeyman's Armor. Lohnen die mehr? Ich habe keine Ahnung. Wir kaufen sie einfach mal. Was gut für das Kaiserreich ist. So, dann mal mit ihm gequatscht. Stadt des Lichts, Stadt der Magie. Wir müssen ihn natürlich wieder etwas überzeugen. Ihr glaubt, ihr habt ihren Anführer getötet? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr solltet vielleicht einmal mit Fritis Hiller darüber reden. Oh, oha. Fritis Hiller ist der oberste Tempeldiener der Almalexia. Er hält sich oft im Empfangsbereich des Tempels auf. Danke. Was ist das? Magieladen. Der Empfangsbereich des Tempels. Das sieht echt schön aus hier auch. Ist cool gemacht. Bei dem waren wir schon. Da drüben ist auch nichts Tolles. Okay. Stellt sich mir die Frage, wie komme ich jetzt wieder zum Tempel zurück? Hier oben, glaube ich, ne? Ja, ja. Ich glaube oben. Irgendwo hier. Bindirisidorumplatz. Ne, da wollen wir nicht hin. Es ist aber echt auch fixer, wenn wir springen, ne? Das ist das Problem, es verleitet einen dazu. So, Tempelhof. Dort ist der Tempel, dann gucken wir da doch mal. Hui, komme ich nicht hoch. Quick Save. Mera Helas, ne? Empfangsbereich, ja, wollen wir fortsetzen. Blöde Back hier. Fritis Hiller. Almalexia sei gepriesen, Sera. Ja. Ah, ihr seid derjenige, der kürzlich aus Wartfeld nach Grabfeste gekommen ist. Man hat mir von eurer Ankunft berichtet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die dunkle Bruderschaft euch ein paar Probleme bereitet hat. Eine interessante Gruppe und gewöhnlich recht erfolgreich. Es erstaunt mich, dass ihr noch am Leben seid. Vielleicht verfügt ihr über Potenzial. Oder sie haben Versager nach euch ausgeschickt. Ich glaube, ihr könntet unserer Herrin dienen. Ich bin immer derer gewahr, die unserer Herrin Almalexia dienen könnten. Nur wenige sind dieser Aufgabe würdig. Der Tempel und die Stadt werden von Hochordinatoren bewacht und die Hände erfüllen andere Dienste. Für die Fürstin, ich bin der oberste Diener, Fritis Hiller. Nun, wenn ihr euch nützlich machen wollt, haben wir etwas zu besprechen. Das ist natürlich ganz klar, also, ja. Die Story, also er wird, ich gehe davon aus, dass er uns dann noch in den Rücken fallen wird und er der Typ ist, der die dunkle Bruderschaft geschickt hat, weil, ja, sein Name allein verrät es vielleicht. Vielleicht habt ihr den jungen König Lalu Helsit schon kennengelernt. Ein mieser Kerl, unwürdig auf einem Thron zu sitzen, aber er ist nun mal der legitime Nachfolger. Die Fürstin muss diesen König aufmerksam beobachten, falls er den Tempel, unsere schöne Stadt oder sogar ganz Morrowind gefährden sollte. Im Augenblick macht man sich Sorgen über einige neue Rekruten, die Helsith aufbilden lässt. Ein stehendes Heer ist nichts Neues in der Stadt, wenn auch meist unnötig. Kramfeste wird nach außen von Mauern und im Innern von unserer Herrin Almalexia beschützt. Niemand würde es wagen, hier anzugreifen. Dennoch schreibt die Tradition vor, dass der König eine Armee unterhält. Wir sind überzeugt, dass Helseth eine ganz andere Art von Armee aufstellt. Eine Goblin-Armee. Oh mein Gott.
eklige, böse Kreaturen. Kein Wunder, dass sie Helseth-Fußsoldaten sind. Ich weiß, dass die Goblins in der Nähe ausgebildet werden, aber ich weiß nicht wo. Fragt in der Stadt, findet den Ort, an dem die Goblins ausgebildet werden. Tötet dann die Häuptlinge. Es müssen zwei sein. Trennt den Kopf dieser Armee vom Rumpf und der Rest wird wie ein Skript zerbrechen. Ihr könntet die Stadt außerdem von ihren zwei alten mährischen Ausbildern befreien. Erfüllt diese Verpflichtung, das wird der Herrin gefallen. Wett? In der Vergangenheit haben die alten Meer-Goblins zur Verstärkung in ihren Armeen kämpfen lassen. Warum, weiß ich nicht. Man sagt, dass Helseth zwei Altmeer angeheuert hat, um seine Goblin-Armee auszubilden. Wenn ihr diese Altmeer findet, würdet ihr der Stadt einen Dienst erweisen, wenn ihr sie beseitigen würdet. Was? Tötet mir heute. Ja, wo sind die? Ich frage mal kurz ihn. Altmärische Ausbilder? Zack, Freund. Ausbilder? Ich bin nicht einmal sicher, dass sich hier Goblins herumtreiben, obwohl ich schon Gerüchte darüber gehört habe. Ich nehme an, dass sich die Ausbilder, wenn es welche gäbe, in der Nähe der Goblins aufhalten würden. Das leuchtet ein, findet ihr nicht? Ja, doch. Lästiges Ungeziefer. Nur zu gerne würde ich mit meinen eigenen Händen ein paar ihrer dürren Hälse umdrehen. Die Leute regen sich auf, weil unlängst ein paar in der Stadt gesehen wurden. Vor allem in der Gegend um Göttergriff. Ich halte nach ihnen Ausschau. Göttergriff liegt im Westen der Stadt. Dort gibt es eine Reihe von Anwesen. Blablabla. Das mit dem Museum ist natürlich auch cool. Ich glaube, eine Krankenstube wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht hin. Ich glaube, wenn wir mal was finden, dann könnten wir das dahin bringen. Gut, bringt zwar nur Gold, aber so, Westen. Westen, Westen, Westen. Ich muss mir unbedingt mal eine Karte hiervon ansehen. Weil, ja, das ist irgendwie blöd so. Wenn man selbst keine hat. Göttergriff. Da sind wir auch, glaube ich, gestartet. Wenn ich mich recht entsinne. So, dann frage ich hier nochmal rum. Aus unseren Mündern möge Wahrheit. Entschuldigt, Sera, aber nun ja, ihr seid der Reverin. Ja. Komm hier, steck dir mal die 100. Steck dir mal die 100 Gold ein und dann schieß mal los. Goblins. Goblins in Grabfeste. Ich habe eigenartiges gehört über Kreaturen in den Abwasserkanälen unter Göttergriff gehört. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich dabei um Goblins handeln könnte. Schreckliche Kreaturen. Ich habe mir ja noch was gedacht, dass die unten in der Kanalisation hausen. Wo auch sonst. Nö, eigentlich nicht. Ich will mich nur mal kurz hier umgucken. Haus Tinders. Haus Velas. Haus Litan. Ach du Kage. Ach du Kage. Leeres Haus. Das gesprochene Wort. Das hatten wir schon, glaube ich, ne? Ja. Das hatten wir schon mal. Gibt's hier irgendeinen Geheimgang? Verschwindet, Fla! Nun gut, wir können sprechen. Wenn ihr meint, dass es hier sicher ist. Wer seid ihr? Nun gut. Ich überzeuge ihn einfach mal. Oder auch nicht. Hallo. Ich bin lieb. Komm. Ich geb dir auch 1000 Gold. So. Geschäft?
Vielleicht sollte ich doch nicht so ablehnend sein. Ihr scheint mir recht einfallsreich. Wir investieren in die Zukunft, müsst ihr wissen. Die Stadt lebt zurzeit unter einer Wolke der Furcht. Selbst ein blinder Gua kann sehen, dass sich die Spannung zwischen dem Kaiservolk und dem Tempel bald entladen werden. Dann wird sich jeder Nord selbst der Nächste sein, nicht wahr? Nun, wir bereiten uns auf genau dieses Ereignis vor, das mit Sicherheit unvermeidbar ist. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir wissen ganz genau, was wir brauchen, und außerdem ist es uns bewusst, dass wir kein Aufsehen erregen dürfen, bis die Zeit reif dafür ist. Unsere Taten würden gewiss falsch ausgelegt und man würde uns wie gemeine Verbrecher behandeln, während diese hohen Tiere wie Sossian beispielsweise wie Heilige herumlaufen. Oh. Oh, ich bin sicher, dass ihr ihn schon bemerkt habt. Er stolziert herum, als sei er Fürst Vivek persönlich. Natürlich redet niemand darüber, welche schrecklichen Dinge er getan hat, um dorthin zu gelangen, wo er jetzt ist. Und wofür? Er ist nur ein weiterer Adliger, den Gramfeste nicht braucht. Aber die Werkzeuge, mit deren Hilfe er andere aus dem Weg geräumt hat und er aufgestiegen ist, die kann Gramfeste gut gebrauchen. Ich habe Verwendung dafür. Werdet ihr bereit, sie uns zu beschaffen? Na klar. Ausgezeichnet. Die Vorstellung mag euch zunächst zuwider sein, aber ich versichere euch, dass ihr uns allen einen Gefallen tut, Narnius. Selbstverständlich werden wir unser Gewissen auch mit Geld beruhigen, falls euch Schuldgefühle plagen sollten. Bringt mir nur sein Schwert und seinen Küras und das Gold soll eures sein. Wahrscheinlich vertreibt er sich die Zeit wie gewöhnlich in der verdammten Schenke. Super, neuer Auftrag. Es gibt hier so viel zu tun. So, und wo soll hier die Schenke sein? Fragen über Fragen. Schenke? Bist du die Schenke? Nein. Du bist auch nicht die Schenke. Bist du vielleicht die Schenke? Man muss sich den Typ wirklich einfach umhauen. Der geflügelte Gua, das wird die Schenke sein. Und diese Schenke, ich muss immer auf den Boden gucken, ich bin mir sicher, dass das hilft beim Laden. Diese Schenke gucken wir uns beim nächsten Mal dann an. Ciao!